vielleicht interessant, den Leuten kurz zu erklären, wie die Anfänge vielleicht von dir waren, weil du warst ja vor unserer Zeit auf jeden Fall hier und wie wir uns dann quasi so die Klinke in die Hand gegeben haben, wenn man das so sagen kann. Ich hatte ja 1987 hier in Kaiserslautern bereits angefangen mit dem Kung-Fu-Training. Das war damals eben unter Großmeister Frankie Dao, wo auch hier auf unserem Ahnenaltar das Bild ist. Das war der US-Amerikaner, der aber auch teilweise von chinesischen Meistern in China auch gelernt hatte. Und dieses erste System nannte sich damals auch schon Shaolin Green Dragon Kung Fu. Das heißt, das ist nicht das, was man heute so im, ich sag mal, Mainstream unter Shaolin Kung Fu findet, sondern war schon sehr speziell bezogen auf eine Stilrichtung. Und diese Stilrichtung war eben Tanglang, sprich Gottesanbeterin. Und aus dieser Kung-Fu-Schule heraus sozusagen hatte sich mit der Zeit, weil wir eben Shaolin-Kung-Fu auch trainiert hatten, hatte sich sozusagen der Shaolin-Tempel rausgebildet. Das war das, was wir auch in der Vergangenheit als Shaolin-Tempel Kaiserslautern kannten. Ja. Und von eben 1987 bis fast 2000, bis im Jahr 2000, gab es eigentlich weit und breit in der ganzen Welt, in ganz Deutschland, sozusagen nur vereinzelte Kung-Fu-Schulen. Das waren dann sozusagen vereinzelte Interessensgruppen, die einfach aus Spaß miteinander trainiert hatten. Das war so die Anfänge des Shaolin, sage ich mal, hier in Deutschland. Und erst 2001, ja, da bin ich 18 geworden, das erinnere ich mich noch, da wurde ich 18 und dann habe ich so als Nachricht gehört, dass China das erste Mal offiziell 5 Shaolin-Mönche nach Deutschland schickt, und zwar nach Berlin. Ja, und für mich war das ja wirklich so, die ganzen 36 Kammern von Shaolin und Jet Li, Shaolin Tempel, fand ich ja alles schon cool, ja. Und die ganze Zeit hatte ich schon Shaolin Kung Fu, Shaolin Green Dragon Kung Fu praktiziert. Also war für mich auch so der Punkt da, okay, jetzt kommt so die Quelle nach Deutschland. Ja, wollte ich mal rausfinden dann. Auf jeden Fall war für mich klar, wir müssen Kontakt zu denen aufbauen. Ich will die treffen, ich will Austausch haben, ich will von denen lernen. Das war so von vornherein schon klar. Und genau, und so war es eben dann, dass 2001 genau dieser Shaolin-Tempel in Deutschland, in Berlin, eröffnet hatte. So, jetzt mache ich die Geschichte dort ein bisschen kürzer. Es entstand sozusagen eine Zusammenarbeit und es wurde darauf beschlossen, dass eben Kaiserslautern sich daraufhin ein bisschen ausbildet, indem wir es dem Original eben nachempfinden, wie es in China ist. Bedeutet, nicht im Sinne eines Fitnessstudios, wo du dann 17 Uhr gehen die Tore auf, 21 Uhr muss jeder wieder gehen, sondern wenn jemand Shaolin so gut findet, dann ist jetzt eben die Chance gekommen. Berlin kümmert sich sozusagen um die Mitglieder, die einfach nur ein- und ausgehen wollen, und Kaiserslautern in Zusammenarbeit war halt, abgesehen davon, für diese Ausbildung oder dieses 24-Stunden-Klosteralltag verantwortlich. So. Und aus dieser Idee heraus kam er dann. Genau. Ja, das heißt, wenn du da die Zeitungsartikel von der Vergangenheit noch ausgräbst, ja, dann gibt es da ganz viele Artikel, wo dann eben Xi Xiao Shen sozusagen als erster offizieller Novize außerhalb Chinas betitelt wurde. Der auch nicht Chinese war. Ja. Und das waren eben seine Anfänge. So. Und 4 Jahre später, glaube ich, 4 Jahre später, das war dann der Moment dann, wo ich im Ausland war, wo ich aber dann gehört hatte und mitbekommen habe, es gibt einen neuen Novizen. Und das warst dann du. Und das war dann ich. Ja, genau. Der deutsche Bruce Lee. Der deutsche Bruce Lee, jawohl. Ich hasse diesen Namen. Deswegen werde ich immer wieder erinnern. Wie bist du dazu gekommen, in den Shaolin-Tempel zu gehen? Das würde mich interessieren. Also, mein Vater hatte mich ziemlich von früh an in Kung-Fu trainiert, vietnamesisches Kung-Fu. War so eher so mit militärischer Stil. Und durch die Filme, also es war klar, dass der mir dann irgendwann angefangen hat, hier Bruce Lee zu zeigen und Jackie Chan,
Jet Li, das ging dann so weit, dass als wir nach Deutschland gekommen sind, als Flüchtlinge damals, da war ich gerade mal 8 Jahre alt. Und hier liefen die Filme im Fernsehen, aber immer voll spät, so 3 Uhr morgens oder 2 Uhr morgens. Da hat er mich immer wach gemacht, hat gesagt, jetzt läuft er. Dann so, okay, ja cool, dann... Guter Vater. Ja, haben wir uns die Filme da reingezogen. Und meine Mom umgekehrt aber, die kam aus dem Breakdancen sozusagen. Die hat früher auch gebreakt und Locking, Popping getanzt. Deswegen hatte ich irgendwie beides. So, ich hatte angefangen mit Tanzen, gleichzeitig aber das Interesse für Kampfsport. Und deswegen bis heute ist halt auch immer noch dasselbe so. Also meine größte Leidenschaft ist auf jeden Fall Kampfsport und Tanzen. Und das wird auch so bleiben. Und dann hatte ich in St. Ingbert nach einer Schule geschaut für Kung Fu und fand den Quang Chang, wie ist der Quai Chang? Chang Quan Chun. Chai Quan Chun. Das war der Großmeister damals vom Shaolin Tempel hier in Kaiserslautern, dieser Afroamerikaner. Und Frankie Dao, sein echter Name, ne? Genau. Und bei dem habe ich trainiert und war sehr begeistert von dem Mann als Lehrer. Und der hat dann gemeint, komm doch mal nach Kaiserslautern. So habe ich dann angefangen, irgendwie hier Shifu Hangyi kennenzulernen und ein paar andere Meister. Und die haben mir dann irgendwie so das Angebot gemacht, hey, werd Novize. Und zu der Zeit war das auch perfekt für mich, weil ich wollte auch irgendwie so in die Richtung. Ich hatte mit 15 habe ich angefangen, so Buddhismus und Bibliothek und Taoismus und lauter diese östlichen Philosophie mir da irgendwie so reinzuziehen. Mhm. Und so kam es zustande, dass ich gesagt habe, okay, perfekt, dann mache ich das jetzt einfach mal, probiere es aus und guck mal, wo es mich hinbringt. Ja, und ein paar Jahre später kamst du dann. Da hatte ich endlich einen Trainingspartner. Wenn der nicht direkt schlapp macht. Ja, genau. Das heißt, du warst damals, als Shen kam, warst du aber schon Kung-Fu-Meister? Mit 18 hatte ich sozusagen die Prüfung in dem System Shaolin Gründecken absolviert. Jetzt weiß ich, wann war das? Ich kam später, da warst du schon am Studieren. Ja, okay. Genau, du warst aber schon Meister. Als ich dich kennengelernt habe, damals, als ich das erste Mal zum Tempel kam, da ging es noch gar nicht mal ums Noviziat, sondern erstmal um Meisterschüler. Das heißt, da bin ich sogar erstmal nach Kaiserslautern gezogen und war erstmal Meisterschüler. Mhm. Das weiß ich noch. Da ging ich auch noch zur Schule. Und da habe ich dich das erste Mal kennengelernt und die anderen Meister. Und dann später kam das Angebot erst, als ich Novize werden kann. Genau. Ja, ich erinnere mich nur, St. Ingbert ist sozusagen eine Stadt, die ist hier von zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken. Genau. Und ja, da war halt so eine Schule gewesen, wo ab und an dann mein Meister auch mich hingeschickt hat, dort zum Unterrichten. Und da erinnere ich mich, genau. Und das Training war hart damals. Also ich erinnere mich noch, ich glaube für so bestimmte Prüfungen musstest du dann 45 Minuten Mago stehen. Ey. Ja, ja, und ich glaube Cat Stance 15 Minuten, oder? Was war das bei der Prüfung? Mhm. Ja, das war schon heftig. Ja. Das war schon vor allem für die europäischen Verhältnisse, ne? Ja, also auf jeden Fall. Also der war knallhart, der Frankie da auf jeden Fall. Ja. Was mich jetzt interessieren würde, ich bin hergekommen, da war ich 16 oder knapp 17, müsste es gewesen sein, so in dem Alter. Du warst mit 18 dann schon Schwarzgurt oder Meister. Wie war dein Empfinden diesbezüglich? Also hast du dich auch als eine Art Meister gefühlt? Kann man sich als Meister fühlen? Oder wie würdest du dein mentales Level zu dem Zeitpunkt beschreiben, aus heutiger Sicht? Weil du warst ja weiterhin, wenn ich es richtig verstanden habe, für dich auch auf der Suche. Ja. So. Ich meine, das hast du mit Sicherheit auch schon selbst gehört, dass eigentlich es nicht so ist, dass du auf den Meistergrad hinarbeitest und dann kommt irgendwie der Tag und du bekommst den Meistertitel überreicht im Sinne von, jetzt hättest du etwas zu Ende gebracht. Mhm. Ja? Das heißt, der Meistertitel war in der Art und Weise, wie man es mir beigebracht hatte. Es war nie, dass es jetzt darum geht, so, jetzt hast du es geschafft, jetzt ruh dich aus. Mhm. Sondern mir wurde immer eingetrichtert, nee. Erstmal zeigst du jetzt viele, viele Jahre, dass du an einer Sache konsequent dabei bleiben kannst. Und das war eben für mich in dem Fall, von meinem 4. Lebensjahr bis zum 14. durchgängig eben immer bei diesem Shaolin Green Dragon Kung Fu dabei geblieben.
automatisch dadurch hat sich eben auch eine Bindung zu meinen Lehrern aufgebaut, die dich nicht nur körperlich in der Kampfkunst voranbringen, sondern halt eben auch charakterlich natürlich gucken, wie entwickelst du dich, wie reagierst du auf Kritik, ja, wie bildest du dich als Mensch aus. Und dann war eben mit 18 Jahren so für mich der Punkt, wo eben diese Lehrer dann entschieden hatten, okay, es wird einfach mal Zeit, so einen kleinen Meilenstein zu setzen. Das heißt, einfach mal so als, ich nenne es mal als Wertschätzung, dass du einfach selbst mal weißt, okay, wo bist du jetzt angelangt, dass du dann eben sozusagen diesen Meistergürtel überreicht bekommst. Aber für mich war immer schon klar, dass das weder das Ende ist, sondern dass es halt gerade vorangeht. Und insbesondere Meisterprüfung abgelegt und dann eben mit diesem Wissen, jetzt kommen diese Mönche nach Deutschland. Da war für mich natürlich super, super viel Motivation da. Also da jetzt noch mehr sozusagen dich da reinzuknien und auch keine Schande über meinen Meister zu bringen. In dem Moment, wo ich dann oben in Berlin auftauche zum Beispiel und die denken sich, das sind also die deutschen Meister. Ja, auf sowas hatte ich natürlich auch keine Lust. So, dementsprechend habe ich dann auch richtig Gas gegeben und musste dann aber jetzt tatsächlich feststellen, wie auch Mario jetzt gesagt hatte, der Stil von Frankie Dao zum Beispiel, der war schon ziemlich hart. Also hatte sehr, sehr viel Ähnlichkeit. Manchmal hättest du gesagt, das sieht doch fast aus wie Karate, weil die Bewegung wirklich teilweise wirklich massiv, stabil und hart waren. Als ich aber dann nach Berlin kam oder mir die Videos zum Beispiel auch von den Mönchen angeschaut hatte, weißt du, da ist so große, weitläufige Bewegungen, sanfte Bewegungen, fließende Bewegungen, dieses Fließende. So, da war für mich so ein Punkt gewesen, wo ich dann wirklich mir überlegt hatte, ey, habe ich jetzt 14 Jahre lang so das Falsche gelernt? Weil, ja, weil dieses, weil so, das war so ästhetisch irgendwie, weißt du? Ja. Wo ich gedacht habe, ey, das sieht ästhetisch, cool und dann halt noch die Warrior Monks. Mhm. Also für mich war automatisch erstmal okay, die können das ganze Akrobatische und sind dabei aber noch Killer. So, das war so aber automatisch so hier rein interpretiert. Ja, genau. So. Und das war so das erste Mal, wo so in meiner Kampfkunstpraxis ich mich eben gefragt habe, okay, vielleicht ist da wirklich noch eine ganz, ganz große Welt da draußen, der Kampfkunst, wo ich noch selbst lernen muss und kann. Und so fing das dann eben an, dass ich aus Berlin von den Mönchen dort in Ausbildung war und viel Austausch mit ihnen hatte. Das heißt, wir sind regelmäßig, unsere Lehrer von Kaiserslautern sind nach Berlin gefahren und auch die Mönche von Berlin regelmäßig uns hier unten besucht. Ja, das war eben diese Art der Zusammenarbeit. Damals gab es eben normale Schüler, einfach Mitgliedsbeitrag bezahlt, dann gab es die Trainingszeiten, kannst kommen, kannst gehen, wie du willst. Aber dann gab es eben schon eben diese Idee Meisterschüler. Ja, der Unterschied zwischen normalen Schülern und Meisterschüler war, dass es eben als Meisterschüler hattest du Pflichttraining. Das heißt, du hattest eine Mindestanzahl an Anwesenheit innerhalb des Monats gehabt, innerhalb der Woche gehabt. Und wenn du halt da das unterschritten hast, bist halt kein Meisterschüler mehr geworden. Das heißt, einerseits war die Pflicht da, deine Zeit ins Training einzubringen. Andererseits war aber auch dein Privileg da, dass du eben direkt vom Meister unterrichtet worden bist. Okay. Ja, deswegen nannte man das eben Meisterschüler. Aber man konnte auch sozusagen degradiert werden. Also wenn ich jetzt mich dazu entschließe, das zu machen und ich gehe voller Euphorie diese Verpflichtung ein, sechsmal die Woche zum Training zu kommen und merke dann nach einem Monat, das ist irgendwie doch kacke, weil ich weniger Zeit habe mit Freunden oder mit was auch immer zu verbringen und komme dann halt nur noch fünfmal, dann nur noch viermal. Ja. Ausnahmen gibt es immer, Ausnahmen bestätigen die Regel. Das heißt natürlich, wenn es wirklich mal Gründe gibt, wo wirklich man merkt, okay, da kannst du jetzt nichts dafür. Ja, es ist wichtig für dich, es ist wichtig für deine Familie, irgendwas kommt dazwischen, von sowas redet man nicht. Aber wenn du einfach so merkst, das Feuer ist weg von dem, ja, der hat das einfach nicht mehr, ja, dann ist es halt schon, ich sag mal, fair in beiderlei Hinsicht, dass man einerseits ihn auch freisetzt und ihn nicht da zwingt,
etwas zu tun, wo er halt keine Lust drauf hat. Aber andererseits, dass der Schüler halt auch aber nicht die Zeit des Meisters in Anspruch nimmt, wenn du halt das auch eigentlich gar nicht irgendwie fortführen willst. Das heißt, das ist schon so eine beidseitige Geschichte. Letztendlich, ja, wie sage ich das? Ich glaube zum Beispiel gar nicht, dass es so manchmal eine Wahl war, dass wir da jetzt auch hier zusammensitzen, sondern es ist einfach nur, ich sehe es manchmal als Konsequenz. Wenn ich einfach in meinen Kreis an Menschen schaue, seit ich in die Schule auch gegangen bin. So, Nummer eins ist, kein einziger Kampfkünstler dabei. So, aber ich bin der Einzige, der seit jeher, viertes Lebensjahr bis jetzt, als Bestandteil die Kampfkunst immer schon im Leben drin hatte. So, andere Freunde habe ich so in diesem Sinne nicht. So, und etwas Ähnliches, denke ich, sehe ich eben bei euch. Bedeutet, ja, da ist auch die Kampfkunst ist so tief da im Blut drin, kriegst du einfach nicht mehr raus. Nee. So, bedeutet automatisch, wenn man eines Tages jetzt nach Deutschland schaut oder überhaupt, wer sind die Personen, die eines Tages wirklich den Wissensschatz der Kampfkunst in sich tragen? Ja, das ist keiner, der jetzt geboren wird. Das sind die, die zum jetzigen Zeitpunkt schon 20, 30 Jahre hinter sich haben. So, und da gibt es nicht viele in Deutschland. Und so finden sich eben, denke ich, mit der Zeit einfach die Kräfte zusammen. Und einfach Möglichkeiten aufzeigen. Weil jeder, auch Shi Heng Xuan, ja, jeder, merkst du ja, du resonierst sehr viel mit den Menschen, die einen ähnlichen Lebensweg, einen ähnlichen Lebenspfad, vor allem mental, auch wie du aufzeigst. Weil du da einfach nicht viel erklären musst, was du da jetzt mit dem und dem meinst. Die wissen ganz genau, was du meinst. Ja? Nur wenn einer halt das nicht gewohnt ist, nicht weiß, wie das ist, durch dieses Training zu gehen, ja, da muss man immer so nacherklären. Das ist ja auch echt so, von 1000 Schülern bleibt nur einer übrig, der dann wirklich das durchzieht und irgendwann mal auch vielleicht Meister wird. Das ist so krass. Bei uns ist halt, ja, wir drei sind noch da, Han-Sohan ist noch da, wir haben es echt durchgezogen. Jetzt meist hin oder her, aber wir haben alle irgendwie immer noch so diesen Spirit, ja. Damals dachte ich immer, ja, von 1000 einer übertreibt man das hier. Aber ich glaube, das kommt schon hin. Es werden immer weniger, tatsächlich. Ungefähr kommt das schon hin. Ja. Das ist auch so das Schöne an Shaolin-Kultur, dass es auch so breit gefächert ist. Also klar, es gibt die Kämpfer, dann gibt es welche, die machen vielleicht eher so, sind so Formspezialisten, nenne ich die immer. Ja. Oder manche. Oder auch Theoretiker. Spezialisieren sich mehr auf Qigong und das Heilen an sich, TCM, Kalligrafie gibt es ja auch. Also es ist echt so. Und nur Buddhismus, Meditation. Ja. Dankeschön. Das ist das Schöne. Das heißt, eigentlich an sich ist für jeden was dabei. Und dann muss man halt einen Weg finden, das an die Menschen zu bringen. So ein Shaolin-Tempel oder so ein Shaolin-Zentrum, Cultural-Zentrum ist auf jeden Fall wichtig. Also ich glaube, mittlerweile so wie die Welt ist auch, sein muss. Hast du denn das Gefühl, weil er gerade sagte, weil die Welt so ist, dass sich diese Suche nach dem Spirit, nach irgendwie Erklärungen offener Fragen in Bezug auf den Sinn des Lebens oder was auch immer, dass das mehr geworden ist? Oder dass es einfach nur jetzt mehr gefragt wird, weil auch mehr die Möglichkeit besteht durch Social Media? Zweiteres. Okay. Also ich denke Zweiteres, weil, guck mal, es gab ja einfach Zeiten, da hast du dein Training, hatten wir ja schon drüber gesprochen, da haben wir unser Training gemacht, da war gar keine Kamera dabei, wo du irgendwas von dir aufgenommen hättest. Oder dann etwas aufgenommen und dann gepostet oder irgendwas. Da war so, aufs Handy zu gucken, da war immer noch das riesen Nokia-Phone, ja, zum Beispiel, ja, da war ja gar kein... Da gab es noch keine Kamera dann dran. Bilder, ja? Ja. Also so einen Klopper da gehabt. Ja. So, ja, das heißt, da war so eine Zeit, da hast du dich sehr einfach auf deine Kampfkunst konzentriert. Jetzt ist ein bisschen anders. Jetzt merkst du, da ist vielleicht eine Community dahinter, mit denen willst du natürlich auch was teilen, was auf jeden Fall eine gute Option ist. Das heißt, die positiven Aspekte dieser Technologie, Die sind auf jeden Fall da. Aber genauso wie du jetzt etwas teilen kannst, was vorher nicht ging,
kannst du jetzt auch etwas empfangen, was vorher nicht ging. Mhm. So. Mhm. Und das ist eben genau das, wo wir teilweise jetzt vielleicht von sprechen, dieses Gefühl, dass die Leute achtsamer werden oder bewusster werden oder noch mehr Menschen suchen. Ich glaube, jede Kultur hat immer schon Menschen gehabt, die gesucht haben. Wie viele das sind, weiß ich nicht, aber jede Kultur hatte die Suchenden. Deswegen gibt es auch wahrscheinlich die ganzen Religionen. Also die tragen ja auch dazu bei, Fragen Leuten Antworten zu geben. Ja, genau, ja. Ne, zumindest denen, die sich auf diese Geschichten dann noch einlassen möchten. Da würde mir jetzt noch was zum Abschluss einfallen, beziehungsweise eine Sache, die mich selber interessiert. Wir hatten uns ja im Grunde erst zu meiner Zeit kennengelernt oder die ersten Male gesehen, als ich dabei war, den Tempel zu verlassen. Das war 2010 rum, glaube ich. 2011 kam ich zurück, ja. Und seitdem war ich 13 Jahre nicht hier. Es hat sich für mich sehr viel verändert in der Zeit. Also nicht nur auch. Nein, also nicht nur was die Organisation hier angeht und die Größe, sondern auch generell die Offenheit des Tempels, auch mehr Leuten, neueren Leuten das Ganze näher zu bringen. Und was mich jetzt interessieren würde, wie du die Zukunft vom Shaolin-Tempel hier siehst. Ja, manchmal sagt man mir ja nach, ich bin so ein kleiner Philosoph, weil ich immer so zu jeder körperlichen Übung irgendwelche philosophischen Themen finde. Aber das ist eben genau das, was für mich persönlich auch so ein bisschen die Kampfkunst mir gegeben hat. Mhm. Weil ich war auch zur Schulzeit immer eigentlich ein sehr ruhiger Mensch. Hab immer nur beobachtet, andere Leute beobachtet während den Pausen und mir eben Fragen gestellt. Also ich war auch bin eigentlich ein aktiver Suchender. Aber durch diese Praxis der Kampfkunst eben, habe ich auch andererseits viele, viele Antworten bekommen. Zum Beispiel eine wirklich sehr wichtige ist, mein Meister hat mir zum Beispiel eine Form gezeigt, die er mir jetzt neu beibringen will. Ich sehe das und wenn ich es zum ersten Mal sehe, ist für mich ganz klar, kann ich nicht. Ja, ich sehe die Form zum ersten Mal, egal ob es eine Akrobatik ist, ob es eine neue Technik ist. Ich kann das auf keinen Fall das erste Mal. Aber es war für mich nie so gewesen, dass ich deswegen jetzt irgendwie aufgegeben hätte, sondern es war jetzt einfach nur für mich die Frage, ein Monat oder zwei Monate? Warum? Weil solche Sachen, dass du etwas kannst, dass sich etwas entwickelt, ist nicht damit verbunden, wie sehr man sich etwas wünscht, sondern es ist damit verbunden, ob du die richtigen Methoden, ob du einfach den richtigen Prozess durchläufst. Das heißt, wenn du deine strukturierten Übungen hast und das einfach kontinuierlich voranbringst, entsteht irgendetwas automatisch. So, dementsprechend habe ich also gelernt, das Ziel, wie ich mir etwas vorstelle, wie die Form aussehen soll, ist für mich gar nicht so wichtig. Ich gucke eher, okay, diese Form, dazu muss ich diese ganzen Einzelbewegungen, Einzelqualitäten trainieren. Also ist mein Fokus auf dem Prozess, um diese Einzelqualitäten gut zu machen. So. Und je mehr jede Einzelqualität dann eben entwickelt ist, am Ende, das ist dann die Form. So, wie soll es mit diesem Tempel vorangehen? Wie soll er aussehen? Weiß ich nicht. Was ich aber nach wie vor als Kernelement sehe, ist, es gibt im Bereich der Kampfkunst Wissen, was es in der breiten Masse nicht gibt. Das ist Nummer eins. Dieses Wissen will ich weiter sammeln. Es gibt Menschen, die sehr viel Zeit, Mühe und ihr Leben eigentlich mit der Kampfkunst und in diesem Bereich auch verbracht haben. Das sind die Menschen, die Zugang zu diesem Wissen bekommen sollen. Und dann gibt es eben auch eine Community, die vielleicht die ganze Tiefe und Relevanz noch gar nicht verstanden hat,
was die Kampfkunst, was diese Körperkultur, das Trainieren mit der richtigen Geisteseinstellung, was das eigentlich für das gänzliche Leben eigentlich so machen kann. Mhm. Ja, weil, ich meine, klar, wir haben hier 6 Stunden Training momentan mit Shifu Yanlei und alles, aber wir sitzen ja und machen ja auch ansonsten noch andere Sachen. Ja, zum Beispiel in die Stadt gehen und sowas. Mhm. Ja, das heißt, da ist ja auch noch eine ganz andere Qualität manchmal damit verbunden. Und diese Kampfkunst ist einfach eben nur ein Mittel, einen guten Menschen herauszubringen, auf den Verlass ist. Und wenn es hart auf hart kommt, weißt du, wer an deiner Seite steht. Mhm. Und dann gibt es einfach nichts in dieser Welt, wo du viel Angst haben musst. Mhm. Weil ich einfach denke, dass Angst so eine Sache ist, das haben viel zu viele Menschen auf dieser Welt. Mhm. Und weil sie eben in diesem Angstzustand leben, offenbart sich auf bleibt Potenzial einfach aus. Die können ihr Potenzial nicht ausschöpfen, mhm, wegen der Angst. So. Und das ist einfach der Punkt, wo ich sehe, das ist Kernelement, was eben dieser Tempel hier, diese Tradition als Angebot an die Welt bereithalten soll. Eine Möglichkeit, Nummer 1, Angst aus dem Leben zu entfernen und Nummer 2, die richtigen Methoden aufzuzeigen, wie man eben körperlich und gesundheitlich und mental eben stabil wird. Ja, und eines der besten Beispiele, wie eben sowas Integres, Stabiles aussieht, habe ich ja auch schon gesagt, bist ja einfach du. Ja, du ganz einfach. Danke. Ja, dann danke ich euch erstmal für die Zeit. Ja, wir danken dir, dass du da warst. Ne? Ja, generell vielen Dank für die Einladung zum Summercamp. Freue mich auf viele weitere Summercamps mit euch. Good. Danke dir.